Meiner Auffassung sind diese Trikots nicht. Herr von Garnier ist auch der Meinung, dass sie besser gemacht werden können. Und er versteht was von der Geschichte, denn er ist Farbdesigner. Er malt von Beruf Häuser an, Brücken an und beschäftigt sich mit der Frage, wie diese bunte Welt noch bunter gemacht werden könnte. Wir haben uns nun gedacht, meine Damen und Herren, wir würden am Ende dieser Bundesliga-Saison den Vereinen, die in der nächsten Bundesliga-Saison beteiligt sind, ein paar Vorschläge machen für Bundesliga-Trikots. Das, was Sie da sehen, ist der Vorschlag von Herrn von Garnier für das Trikot von Schalke 04. Königsblau, aber eben ganz anders arrangiert. Königsblau und Türkis. Da verschwindet Schalke und da kommt Duisburg. Ja, eine Mannschaft, die man immer so ein bisschen die grauen Mäuse in der Bundesliga genannt hat. Aber nach diesem Trikot kann man das eigentlich nicht mehr sagen. Das müssen wir für die Schwarz-Weiß-Zuschauer natürlich jetzt erstmal erklären. Oben rot, in der Mitte orange, dann unten der Streifen ist grün und die Hose ist blau. Stutzen sind grün und rot. Die junge Dame tut so, als wenn sie zum HSV Hamburg gehörte. Ja, temperamentvoll Hamburg. Ja, auch Türkis. Der gelb-schwarze Herr hat das Trikot an, das wir uns in der nächsten Saison beim VfB Stuttgart wünschen. Gelb-Schwarz sind wohl auch die Farben der Stadt, wenn nicht der Stadt, so doch des Landes. Der Mittelteil ist gelb, wie Sie sehen, die Ränder rechts und links schwarz. Das ist das Hübscheste farblich, finde ich. Das gefällt mir am besten, das ist mein Lieblingstrikot und es gehört Fortuna Düsseldorf. Eine deutliche Verbesserung über dem, was die Düsseldorfer im Augenblick haben. Es ist oben weiß, dann ist es orange, dann ist es gelb, orange und rot. Zwei, drei Töne, die man